Hallo Leute, heute habe ich einen Haul für euch. Und zwar war ich bei DM, Rossmann und noch ein paar anderen Läden und ich habe ein paar Sachen gekauft, die ich euch heute gerne zeigen möchte. Ich fange mal an mit dem, worüber ich mich am meisten freue. Und zwar ist das von MAC, das Mineralized Skin Finish in Stereo Rose. Und zwar habe ich das auch endlich. Das kam ja jetzt mit der aktuellen Limited Edition. Irgendwas mit Floral. Weiß jetzt gar nicht, wie die genau heißt, kam das ja wieder raus und das gibt es ja öfter mal, es kommt mindestens einmal im Jahr raus und deshalb haben das auch schon viele. Aber es soll wohl nicht ganz genau so sein, wie es bisher war. Also es wurde etwas verändert von MAC, aber es ist wirklich eine sehr schöne Farbe. Mich hat sie zuerst ein bisschen abgeschreckt, weil ich dachte, das ist eher was für dunklere Hauttöne. Aber auch auf hellen Hauttönen sieht das sehr schön aus und ich trage das auch heute, aber... Naja, das sieht man bestimmt in der Kamera nicht so gut. Auf jeden Fall freue ich mich da sehr drüber, dass ich das endlich habe. So, von The Body Shop. Vielleicht haben das auch manche von euch schon gesehen, die mir auf Instagram folgen. Und wenn ihr mir noch nicht auf Instagram folgt, dann solltet ihr das tun. @imkebloggt. Ja, natürlich nur, wenn ihr möchtet. Und zwar war ich bei The Body Shop und habe mir das Aloe Protective Serum gekauft für Sensitive Skin. Und zwar habe ich das bei Essie Button gesehen und ja, alles was Essie Button empfiehlt, ist immer so eine Sache. Da bin ich dann natürlich gleich aus dem Häuschen und wollte es ausprobieren, zumal es für ein Serum mit 18 Euro, es ist schon etwas teurer, aber ich finde, es geht noch. Und ja, bin ich sehr gespannt, ob das was taugt. Dann war ich bei DM und eine andere Sache, über die ich mich sehr freue, ist von L'Oréal Paris, dieses Studio Line Texturizing Spray. Und das habe ich schon bei vielen britischen YouTubern gesehen, die das sehr gelobt haben und auch Fanny Pilgrim hat das, glaube ich, mal positiv erwähnt. Und ich habe es jetzt auch so ein bisschen mir in den Ansatz gesprüht. Ich weiß nicht, ob man da viel davon sieht, aber ich wollte erstmal bloß so schauen, wie es so ist. Und ich denke schon, dass das was taugen könnte. Und ja, das riecht auch relativ angenehm, also sehr süß und ein bisschen nach Kaugummi oder so. Ja, also freue ich mich schon darauf, mehr damit zu machen. Dann musste natürlich ein Nagellack mit, und zwar habe ich von Essie Go Ginger mitgenommen. Das ist so ein ganz heller Lavendelton, wirklich ganz hell und pastellig und stelle ich mir jetzt im Frühling sehr, sehr schön vor. Außerdem habe ich ja schon im letzten Video erwähnt, dass ich von L'Oréal diese Miss Manga Mascara ausprobieren möchte und hier habe ich sie. Ich habe sie heute auch schon drauf, also es ist, denke ich, eine sehr gute Mascara. Also der erste Eindruck war wirklich gut und sie soll ja auch so für die unteren Wimpern sehr gut geeignet sein. Und ich weiß nicht genau, ob das was wird, weil sie doch sehr feucht ist. Also sie verschmiert relativ leicht beim Auftragen, das könnte vielleicht ein Problem sein. Ich habe heute keine Mascara auf den unteren Wimpern, weil ich die ausprobiert habe. Und dann hat mir das nicht gefallen, weil alles verschmiert ist und dann habe ich sie wieder abgenommen. Aber da muss ich einfach nochmal ein bisschen rumprobieren. Da war ich heute wahrscheinlich einfach ein bisschen tollpatschig. Dann durften mit drei Lippenstifte von Essence. Ich habe von diesen neuen in der schwarzen Verpackung bisher noch keine ausprobiert. Und ja, mit 2,25 Euro, glaube ich, sind die nicht so teuer. Also jetzt habe ich natürlich nicht zu allen die Preise gesagt. Also das Texturizing Spray kostet 4,95 Euro. Die Mascara kostet 9,85 €, diese Lippenstifte wie gesagt 2,25 € und der Essie Nagellack 7,95 €. Ja, und zwar habe ich drei Farben mitgenommen. Die erste Farbe ist 07 Natural Beauty, die trage ich auch gerade. Das ist ja so ein Rosenholzton, würde ich sagen. Wirklich sehr schön. Dann die Farbe 09 Wear Berries. Das ist so ein lila Ton, aber ein sehr tragbarer, wie ich denke. Und die haben auch normale Deckkraft, also sie sind nicht super stark pigmentiert, aber sie sind auch nicht schier. Also ich denke, das sind sehr gute Alltagslippenstifte. Und dann habe ich noch die Farbe 13 Love Me. Der ist sehr ähnlich zu dem 07 Natural Beauty, aber ein bisschen heller und geht auch mehr so in die Pfirsichrichtung. So, dann ist von Maybelline mein Color Tattoo 24 Hour in der Farbe 35 On and On Bronze ausgetrocknet. Und deshalb habe ich mir das gleich wieder nachgekauft. Das ist wirklich eine super schöne Alltagsfarbe.
ein Bronzeton, der aber jetzt nicht so auffällig auf den Augen ist. Und man kann den super leicht mit dem Finger auftragen und ich trage den wirklich im Alltag sehr, sehr oft einfach so, wenn ich keine Lust habe, irgendwas zu schminken, den einen Ton drauf und fertig. Und ja, ist für mich wirklich ein Must-Have, deshalb habe ich den mir jetzt auch nachgekauft. Das Color Tattoo kostet 6,85 €. Und dann habe ich noch von Alnatura Erdnussmus gekauft. Das kostet 1,95 €. Und zwar nehme ich das eigentlich fast immer mit, wenn ich bei DM bin, weil ich da bestimmt in einem Monat so ein Glas aufbrauche. Und zwar esse ich sehr gern Erdnussmus als Unterlage für Marmelade auf Brot. Und ist wirklich sehr gesund, weil da im Erdnussmus sind auch nur Erdnüsse drin. In Erdnussbutter ist dann noch zusätzlich Fett drin und Zucker und Salz auch manchmal. Naja, jedenfalls. Jedenfalls denke ich, dass es besser ist, wenn man da das Erdnussmus nimmt, weil das nur eine Zutat hat und das schmeckt wirklich genauso gut wie Erdnussbutter. Dann war ich noch bei Rossmann und ich wollte mir eigentlich mein Lieblingsdeo nachkaufen, dieses Garnier Mineral für Black, White and Colors. Aber ich habe außerdem zum Falschen gegriffen. Ich weiß gar nicht wieso. Ich weiß ja, welches ich nehme und das nehme ich auch eigentlich immer. Aber aus Versehen habe ich das Invisi Calm genommen. Mit Doppelwirkung, anti-weiße Spuren plus beruhigende Pflege. Ich glaube, das hatte ich auch schon mal, das ist bestimmt auch gut, aber ich hatte halt in letzter Zeit immer das Black, White and Colors, weil das wirklich null Spuren hinterlassen hat, aber ich glaube, das ist dafür auch ganz gut geeignet. Und dann noch langweilige Sachen, Zahnbürsten von Colgate und eine Mundspülung von Odolmet 3 Extreme ohne Alkohol. Also ich mag das immer lieber, wenn die ohne Alkohol sind, aber ich habe jetzt noch keine Mundspülung gefunden, die ich super duper finde und besser als alle anderen. Also probiere ich die mal aus. So, das war's schon wieder mit meinem Haul und ich hoffe, er hat euch gefallen und ihr habt ein paar Kaufideen bekommen. Ich liebe ja immer Hauls anzusehen. Also wenn es euch gefallen hat, dann gebt mir doch einen Daumen hoch, da freue ich mich immer. Und abonniert den Kanal. Danke an alle, die schon abonniert haben. Ich finde das wirklich ganz toll. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Video. Tschüss!